Guten Tag, ich bin Annika Gill. Das ist mein Mann Hans-Christoph Gill. Wir leben hier auf dem Weidenhof in Bodenheim zusammen mit meiner Schwiegermutter und unseren drei Kindern. Der Betrieb ist hier seit 1966 in der dritten Generation. Wir melken auf dem Hof 270 Milchkühe. Auf dem Betrieb arbeiten wir, meine Mutter und ein Festangestellter. Außerdem haben wir noch drei Auszubildende. Wir erzeugen auf 140 Hektar das komplette Grundfutter für die Herde selbst. Die Ration für die Kühe besteht aus Grassilage, Maissilage, Rapsschrot. Die Kühe, die wir melken, das sind Jersey-Kühe. Die Rasse zeichnet sich aus durch sehr hohe Milchinhaltsstoffe. Zurzeit haben wir einen Milchfettgehalt von 5,5% und einen Eiweißgehalt von 4,2%. Die Rasse hat nicht so extrem hohe Milchleistung, aber dafür ist sie problemlos im Handling, sehr leichte Kalbungen. Die Kühe sind auch nicht so schwer wie Holsteinkühe, sie wiegen nur ungefähr 400 Kilo. Wir sind einer der letzten Milcherzeuger im Landkreis Mainz-Bingen. Und dass wir noch Kühe melken, das liegt eigentlich daran, dass in der Familie immer viel Spaß an der Arbeit mit den Tieren war. Und dass wir dadurch einen Standortvorteil haben, weil wir hier der einzige Betrieb sind, der noch Milch direkt ab Hof vermarktet. Außerhalb der Corona-Zeiten haben wir regelmäßig Gruppen da, Schulklassen, Kindergärten oder auch andere Gruppen. Die Besucher und die Kinder erfahren hier das ganze Leben von einer Kuh, wie das Kalb geboren wird, wie es aufgezogen wird, wie die Kühe gefüttert werden und wie es später die Kuh selber wieder ein Kalb bekommt, wie die Kühe gemolken werden. Und auch, was die Tiere fressen, da wird immer die ganze Futterration aufgezeigt und auch gesagt, wie das hergestellt wird. Wir erklären auch, wie die ganzen Zusammenhänge sind von der Kuh, der Gülle und auch wieder von den Feldern, also dass das alles ein Kreislauf ist. Besucher erfahren einfach mal allgemein, was Landwirtschaft ist und wie alles zusammenhängt. Wenn wir Gruppen haben, müssen sie sich auf jeden Fall vorher anmelden. Speziell für Schulklassen haben wir das Projekt Lernort-Bauernhof, wo wir mitwirken. Und das ist halt für alle Schulklassen sehr interessant. So verstehen die Schüler viel mehr die Zusammenhänge, als wie wenn sie es nur im Buch lesen. Das sind die Hühner meiner Tochter und das in der Mitte ist der Harry Hahn und seine Hennen. Hier sind wir in unserem Kuhstall. Der hat verschiedene Abteile. Also hier haben wir den Kälberbereich. Hier kommen die Kälber in verschiedenen Gruppen rein. Und je nach Alter wandern die Kälber auch Schritt für Schritt weiter. Und wenn die Tiere größer werden, wandern sie auf die andere Seite. Also hier der ganze Bereich sind Kühe, die gemolken werden, die wir morgens und abends im Melkstand melken. Wenn wir Schulklassen oder Gruppen da haben, dann wird auch alles gezeigt. Dann gehen wir einmal durch den Stall und die Schüler haben auch immer Futterschüsseln dabei und können die Tiere dann füttern. Es hat immer verschiedene Gründe. Zum Beispiel werden die Kühe, die Klauenpflege gemacht werden muss, die werden rot markiert mit einem roten Farbspray. Und wenn die Klauenpflege dann vollzogen worden ist, dann wird mit einer anderen Farbe die Nummer draufgeschrieben. Also die Nummer ist dann fortlaufend, dass man auch am Ende vom Tag weiß, wie viele Kühe man gemacht hat. Und die rote Farbe, die bleibt ungefähr 1 bis 2 Wochen auf der Kuh drauf, dann geht die wieder weg. Also das ist wie Fellfarbe, Markierungsfarbe für die Tiere. Die Erkennung, das ist ganz gut. Dann sieht auch jeder im Stall, wenn er durch den Stall läuft, dass mit der Kuh irgendwas war, dass die zum Beispiel Klauenpflege hatte. Und wenn die jetzt zum Beispiel einen Verband hatte, dann weiß man, dass bei der Kuh noch der Verband abgenommen werden muss. Mit der Klauenpflege ist so, die wird vom externen Dienstleister gemacht. Das ist ein gelernter Klauenpfleger. Der kommt alle 4 Wochen und dann schneidet er immer einen Tag Klauen in der Herde. Immer so 80, 90 Tiere. Im Durchschnitt wird jede Kuh im Jahr 3-mal geschnitten. So, die Klauenpflege kann man ungefähr vergleichen wie beim Mensch das Fingernägelschneiden. Das muss halt gemacht werden, damit die Kuh gut läuft. Nur eine Kuh, wo gut läuft, die geht gern zum Fressen und zum Melken. Das war unser schöner Bauernhof. Sie sind herzlich bei uns willkommen, bei uns am Milchautomaten oder auch als angemeldete Besuchergruppe.